Für das heutige Video müsst ihr sehr leidensfähig sein. Hier ist der Callcenter Crusher. Alle Anrufe kamen von derselben Firma und der erste Anrufer war sehr lahm und sprach fürchterlich schlecht Deutsch. Zumindest mit einer Aussage hatte er recht, nämlich dass Kryptos nicht reguliert werden. Danach wurden die Anrufe etwas lebendiger und am Schluss sogar so lebendig, dass sie mich so oft unterbrachen, dass ich nach Androhung sogar auflegte. Hört euch mal an, wie identisch die ihr Skript vortragen. Viel Spaß mit den Anrufen. Nach dem Intro geht's los. Hallo? 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 Hallo, guten Tag, Joachim. Ich bin Emil, leitender Berater für Beratungsunternehmen. Ich möchte Ihnen. Mit wem möchten Sie sprechen? Erzählen. Ich heiße Emil. Mit wem Sie sprechen möchten? Mit Sie. Mit Sie? Wer ist denn Sie? Joachim. Oder Joachim. Ja, das ist der Vorname. Wir kennen uns doch nicht, daher bitte mit dem Nachnamen. Herr Nasebart, richtig? Joachim Nasebart? Nee. Aber wer ist das? Weiß ich nicht. Okay, wissen Sie etwas über Investitionen und Kryptos? Bitte? Wissen Sie etwas über Investitionen und Kryptos? Ich weiß, was Kryptos sind, ja. Und was wollen Sie jetzt von mir? Investiert? Ich was? Möchte Ihnen helfen, Ihr Konto erstellen und dann. Mein Konto? Was für ein Konto denn? Ja, ich kann sagen und Sie hören, okay? Ja, Sie können mir ja noch nicht mal sagen, wie ich heiße. Das spielt keine Rolle. Doch, das ist spielt eine große Rolle. Sie wissen ja gar nicht, ob Sie den richtigen am Telefon haben. Okay, zuerst müssen Sie Ihr privates Konto auf der öffentlichen Plattform erstellen. Mit was für ein Konto? Konto im. Wissen Sie etwas über Xtrade? Über Xtrade? Nö, weiß ich nicht. Xtrade. Nein. Xtrade, nichts echt. Nö. Sie haben schon keine Erfahrung in Investitionen, richtig? Worum geht's denn hier jetzt überhaupt? Wer sind Sie und was wollen Sie jetzt von mir? Wer bin ich? Ich bin Emil, leitender Berater von Beratungsfirma. Ja, und von welcher Beratungsfirma? Partners Group. Partners Group? Okay. Ja. Kenne ich nicht, sagt mir nichts. Nicht. Und Sie rufen aus Schweden an? Ja. Komisch, die Schweden sprechen normalerweise ein bisschen anders. Und? Ja, und? Spielt das, na, sortieren das Sie sich erstmal. Was wollen Sie denn sagen? Ich möchte Ihnen die richtige Information über Kryptowährungen geben. Ah ja. Okay, und warum? Sie kennen nicht mal meinen Namen und Sie kennen nicht mal meinen Namen und wollen mir Informationen geben? Ja, warum nicht? Ja, ich möchte gerne, dass mein Telefonpartner weiß, wer ich bin. Und Sie wissen es offensichtlich nicht. Okay. Möchten Sie investieren und Geld verdienen oder nicht? Ja, das weiß ich ja noch gar nicht. Wo kann man denn investieren? Und ich bin eine schwedische Firma, kenne ich nicht. Das ist keine schwedische Firma. Sie rufen doch aus Schweden an. Ja, aber ich arbeite in diese Unternehmen, die dort befindet, ja. Also das. Aber also, wir arbeiten, also ist. Dieses Dextrade ist ein schwedisches Unternehmen. Nein.
Nein, Ja, wir warum arbeiten rufen Sie dort, denn dann aus Schweden an? weil wir befinden dort. Ja, eben, da muss es ja doch ein schwedisches Unternehmen sein. Warum? Warum denken Sie so? Weil Sie aus Wir Schweden arbeiten auch. anrufen. Okay, das spielt keine Rolle. Wir arbeiten auch Doch, öffentliche natürlich. Plattformen. Ja, aber da, natürlich spielt das noch. Okay, wenn Sie nicht aus Schweden sind, woher sind Sie dann? Wo ist Ihre Firma? Unsere Firma ist in Schweden, aber wir arbeiten im Internet. Aha, Im also doch, Internet ist egal. also ist es doch eine schwedische Firma. Nein. Ja, Wissen Sie, wo was ist ist Ihre das Firma, habe Internet? ich gefragt. Sie haben gesagt in In Schweden, also Schweden. sind Sie eine schwedische Firma. Unsere Firma, ja, aber wir arbeiten mit Ja, und ich wollte doch Textil. wissen, wo Ihre Firma sitzt. Und Sie sagten in Schweden, also sind Sie eine schwedische Firma. Wenn ja, gehen wir weiter oder nicht? Wo gehen wir denn hin? Ich möchte Ihnen erzählen, wie arbeiten wir, wann arbeiten wir und wozu arbeiten wir. Ja, erzählen Sie doch erstmal ein bisschen was über Ihre Firma. Ich kenne Sie, Ihre Firma ja gar nicht. Warum sollen Sie unsere Firma wissen? Was? Sie können gar nichts über zum Beispiel unsere Firma Ja, eben, wissen. deswegen sollen Sie mir ja sagen, Aber was Ihre Firma ist, was Ihre Firma macht, wo sie sitzt und so wir weiter. machen ge okay. Okay, Gut, jetzt okay, dann geben Sie mir einfach mal eine Minute. als ja, gut. Wir helfen Ihnen bei Ihrer Erstinvestition. Ja, aber erzählen Sie doch Mit erstmal was über Ihre Firma. Ich weiß doch noch gar nicht, ob ich bei okay. Ihnen investieren will. Ich kann nicht erzählen, werden Sie etwas sagen. Können Ja, Sie bitte. nee, erzählen Sie mir doch erstmal über Ihre Firma. Also, wo sitzt Ihre Firma in Schweden? Die Adresse bitte. Spielt das Rolle? Wichtige Natürlich spielt Rolle? das eine Rolle. Natürlich. Warum? Sie wollen offensichtlich Geld von mir. Und ich soll. Nein, wir bekommen kein Geld von Ihnen. Ah, okay. Und weswegen rufen Sie dann Die an? Anmeldung und Kontoerstellung ist kostenlos. Wir helfen Ihnen damit. Und dann, wenn Sie Ihr Geld investieren, nicht uns. Unsere Firma bekommt nichts. Ja gut, dann brauche ich bei Wir Ihnen ja nicht bekommen nur investieren. Ist ja schön. Pension. Ach, eine Provision. Wir helfen Wofür? Ihnen, Wofür? um Geld verdienen. Aha, es geht also doch um Geld. Sie wollen kein Geld, Ja. aber ich soll Provisionen für Sie erarbeiten, oder wie sehen Sie das? Nein, sehen Sie. Sie investieren, dann bekommen Sie Gewinn. Dieses Gewinn kann von 40 bis 60% sein. Und wenn Sie diesen Gewinn bekommen, Sie teilen unsere Firma von 2 bis 10%. Aber Ja, am Ende also soll teilen ich doch Sie nicht. investieren bei Ihrer Firma. Ja, wo soll Sie ich denn dann investieren nur investieren? in offizielle öffentliche Plattformen. Ja, und welche ist das? Was Plattformen? Ja, welche Plattform ist denn das, wo ich investieren soll? Dextrade. 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 Das ist diese Ja. schwedische Firma, die Sie gesagt haben. Nein, können Sie bitte jetzt Ihre Laptop oder Handybrowser öffnen und dann in der Google oder Safari schreiben. Ja. Die wie Dora, E wie Emil, X wie Und weiter. Handtippe, dann Minuszeichen, Ja. T wie Theodor, Ja. R wie Richard, A wie Anton, Ja. D wie Dora, Ja. I wie Emil. Wird I wie Imi?
E wie Emil. Ach so, okay. Was haben Sie geschrieben? Dex minus trade. Richtig. Gut, und weiter? Und was Sie jetzt sehen? Ich sehe, dass ich Dex minus trade geschrieben habe. Sie wollten mir doch jetzt Ihre Plattform nennen. Wie heißt die denn? Dex minus trade, dann .de. Dot.com. Nein, .com. Ah ja, okay. Gut. Wo haben Sie das geschrieben? In Ihrem Laptop, in Google Chrome oder in Ihrem Handy, im Safari oder Google Chrome? Das geht Sie doch nichts an, wo ich schreibe. Ich möchte das besser wissen, um Ja, Sie möchten eine Ihnen ganze Menge wissen. bessere Informationen Vielleicht geben. geben Sie erstmal Informationen über Ihre Firma, das sagte ich doch. Wie alt ist Ihre Firma? Wo sitzt Ihre Firma in Schweden? Okay. Unsere Firma arbeitet Nein, ich habe nicht gefragt, wo Ihre Firma arbeitet. Ich habe gefragt, wo Ihre Firma sitzt. im Schweden. Ja, also sind Sie ein schwedisches Unternehmen. Nein, in Ihrer Firma arbeiten Experten, diese Experten helfen unseren Kunden, ihre Konto herstellen und dann Geld verdienen. Ja, und bei wem soll ich Und das wir Konto arbeiten. erstellen? Ich helfe Ihnen das machen. Beantworten Sie doch einfach mal meine Fragen. Bis jetzt haben Sie ja noch keine Okay. Fragen beantwortet. Welche Wo Frage? soll ich so ein Konto erstellen? Dextrade, ich habe ihn geschrieben. Ja, also bei einer schwedischen Firma. Okay, wenn Sie das in Google dextrade.com schreiben, Sie können auf diese Webseite Und dann? klicken und dann, was sehen Sie? Ja, ich habe ja noch nicht drauf geklickt. Warum? Sie Ja, möchten über das wissen. Sie möchten Und eine ich ganze habe Menge Ihnen wissen, gesagt. aber erstmal möchte ich doch einiges über Sie wissen. Wie alt ist Ihre Firma? Wie alt ist unsere Firma? Ja. 10 Jahre alt. Und dann? Was und dann? Und dann haben Sie noch Fragen? Ja, natürlich, eine ganze Menge Fragen. Okay, Okay, Sie können stellen. wo ist Ihre Firma reguliert? Was meinen Sie? Wo ist Ihre Firma? Sprechen Sie kein Deutsch? Nein, ich spreche. Nee, offensichtlich nicht. Ich habe klar gefragt, wo ist Ihre Firma reguliert und Sie sind ja offensichtlich ein Finanzdienstleister. Das heißt, Sie müssen registriert und reguliert sein. Bei wem sind Sie reguliert? Warum denken Sie, dass ich habe solche Informationen? Ja, falls Das Sie ist mich anrufen. Warum sollten Sie mich sonst anrufen? Also. ja, Ja. ich höre. Ja, ich warte immer noch auf die Antwort. Von wem wird unsere Firma reguliert? Ja, Richtig? richtig. Okay, jetzt 1 Minute bitte. Was soll denn das? Ja, unsere Firma reguliert vom Kryptomarkt. Die Kryptomark ist keine Regulierungsbehörde. Das ist nicht regulierte von Regierungen und Ja, und Banken. von welcher Regierung? Wo sind Sie denn reguliert? Sagen Sie es doch einfach. Wissen Sie das Wissen Sie nicht? etwas über Krypto? Das ist, Ja, das ich weiß kann ein bisschen was niemand über regulieren. Krypto. Also, Das sagen Sie mir kann doch, niemand wo ist. regulieren. Was? Das können Sie nicht erklären, okay? Also, wo sind Sie denn nun reguliert? Regulierte sie nur Transformen und Ja, Sie sind doch eine Plattform. niemand kann das regulieren, weil Doch, das hängt natürlich. ab von alle Kontos
Zum Beispiel, was, wenn Sie was reden Sie für ein Schwachsinn? Stellen, was, Sie wissen, das kann niemandem reguliert. Das ist natürlich, alle anderen Firmen sind reguliert. Sie ja, sind, aber das ist veröffentliche, nicht Regulierung der Plattform. Was? Ich verstehe Ihr Deutsch nicht, beim besten Willen nicht. Kryptowährungen sind digitales Geld. Ja, das weiß ich. Und Kryptowährungen basieren auf dezentralen Computernetzwerken, den sogenannten Blockchains. Ja, gut. Und das kann niemand regulieren. Ah ja, okay. Also sind Sie ein nicht reguliertes Unternehmen. Okay, gut, okay. Das heißt also, wenn ich Ihnen Geld überweise, weiß ich gar nicht, wo das Geld hinkommt. Und ich. Nein, Sie überweisen uns kein Geld. Ja, wem soll ich dann sonst Geld überweisen? Sie investieren Ihr Geld zu Dextrade. Ja, das ist. Was ist das, Dextrade? Dextrade ist ja Ihre Firma, haben Sie gesagt. Nein. Doch, Dextrade, Sie haben gesagt, Sie sind. Das ist eine öffentliche Plattform, wo kann man investieren. Ja, Krypto kaufen, ja, Sie haben gesagt, Dextrade ist Ihre Firma. Sie rufen an von Firma Dextrade. Haben Sie gesagt. Wir arbeiten in Dextrade. Ja, und welches ist jetzt Ihre Firma? Unsere Firma ist A Partners Group. Bitte wer? Partners Group. Partners Group, okay. Ja. Gut, Partners Group. Sagt mir gar nichts, aber nachdem Sie erst Dextrade gesagt haben, also welches ist jetzt Ihre Firma? Partners Group. Ja, und wir arbeiten in Dextrade. Ja, das hatte ich ja nicht gefragt. Das hatte ich ja nicht gefragt. Ich habe gefragt, wie Ihre Firma ist. Das spielt keine Rolle, wie. Doch, das spielt. Firma. Das spielt eine große Rolle, wenn man investieren soll. Nein, Sie geben uns kein Geld. Darum spielt das keine Rolle. Natürlich, Sie sind als Finanzdienstleister oder Finanzvermittler tätig. Also spielt es eine große Rolle. Sie sind als Vermittler tätig. Okay, was ist dann? Gehen wir weiter oder nicht? Wo soll ich denn hingehen? Sie geben mir keine Informationen und was erwarten Sie denn jetzt von mir? Ich warte Ihre Antwort. Gehen wir weiter oder nicht? Wo soll ich denn hingehen? Sie geben mir keine Informationen. Wie heißt Ihre... Nein, Sie haben noch gar nichts beantwortet. Also wie ist jetzt Ihre Firma? Was? Wie ist jetzt der Name Ihrer Firma? Partners Group. Partners Group. Partners Minus Group oder? Nein. Ja, dann buchstabieren Sie es doch einfach mal. Mein Gott. Schreiben Sie A. 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 Partner fängt aber nicht mit A an. Aha. Nein, Sie möchten googeln oder was? Nein, ich möchte. Oh, verstehen Sie eigentlich nicht das, was ich sage? Ich verstehe nicht, wo ja, dass Sie verstehen nicht, das ist mir schon klar. Das sage ich doch. Ich möchte gerne wissen, mit wem ich zu tun habe. Partner Group. Nee, das heißt ja, Sie haben ja gesagt, AA fängt das an. Das kann ja dann nicht Partners Group sein. Wenn Sie möchten googeln, ja. Also, oh Mann, mit Ihnen ist es schwierig. Also, oder wissen Sie was, ich kriege gleich Besuch, Sie können ja vielleicht in einer Viertelstunde nochmal anrufen. Dann kriegen wir das vielleicht hin. Nach einer Stunde noch einmal anrufen. Ja, oder nach einer halben Stunde, genau. Okay. Alles klar. Bis später. Bis später.
Hallo? Hallo, guten Tag. Guten Tag. Wir Bitte? haben um etwa 2 Uhr gesprochen. Sie haben gesagt, dass ich kann jetzt anrufen Ihnen. Ja, das ist richtig, aber okay. Mich wundert es nur gerade. Können Sie bitte mir Ihre E-Mail-Adresse sagen? Ich kann Ihnen alle Informationen per Mail Die schicken. hatte ich doch eingetragen. Was? Die hatte ich eingetragen. Was? Meine E-Mail-Adresse hatte ich eingetragen bei der Anmeldung. Ich habe diese E-Mail-Adresse nicht sehen. Sehen Sie, Ich kann das nicht. ja, und da stelle ich ja dann fest, Sie wussten ja noch nicht mal, mit wem Sie telefonieren wollten. Sie möchten unsere Informationen bekommen und ich möchte diese Informationen per E-Mail schicken. Ja, Was ist das Problem? das sage ich doch. Ich habe meine E-Mail-Adresse bei der Anmeldung eingetragen. Aber Sie haben gesagt, dass das ist nicht Ihre E-Mail-Adresse. Was? Sie haben noch nach gar keiner E-Mail-Adresse gefragt. Welche haben Sie denn da stehen? Was? Welche E-Mail-Adresse? Dort steht nicht Ihre. Ja, und was haben Sie da stehen? Das steht nicht Ihre Adresse. Ja, Und ich sondern. möchte Ihre Adresse bekommen. Ja, und welche steht da? Ich weiß nicht. Ja, sehen Sie mal, Sie haben also völlig falsch. Und komisch, Sie sagen, es ist sehr laut bei Ihnen. Sorgen Sie mal ein bisschen für Ruhe. Hallo. Geben Sie mir Ihre Adresse oder nicht? Aber ich habe noch mal eine andere Frage. Vorhin hatten Sie aus Schweden angerufen, ne? Ja. Und jetzt rufen Sie aus den Niederlanden an. Wie kann das denn sein? Okay. Ja, Tschüss. okay. Tschüss. Aufgefallen, du Scammer. Mein Gott, bist du peinlich. Hallo. Hallo, guten Hallo. Tag, ist das Herr Nasebas, ja? Ja, Hallo, ist richtig, ja. hallo. Sehr schön, ich bin Lea, leitende Beraterin von Beratungsunternehmen. Ich möchte Ihnen über Kryptos erzählen. Wissen Sie etwas über Kryptos oder haben Sie jemals gekauft? Von welchem Beratungsunternehmen denn? Wir sind EE Partners Group Unternehmen. Aha, okay. Haben Sie jemals haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? In welchem Bereich jetzt? Haben Sie jemals gekauft, die Kryptowährungen? Kryptowährung nicht, nein. Nein, ja. Nein. Aber Sie möchten? Kann ich Sie informieren, was machen wir? Ja, können Sie mich gerne Oder haben informieren, ja. Okay. Wissen Sie, was ist Bitcoin? Das weiß ich schon, ja. Wahrscheinlich haben Sie Bitcoin. Okay, sehr schön. Bei uns haben Sie die Möglichkeit, ein persönliches Krypto-IBAN zu erstellen. Ja? Ein was? Haben Sie Ein mich? persönliches Krypto-IBAN? IBAN, ja. Persönliches Krypto-IBAN. Krypto-IBAN ist fast gleich mit der IBAN. Mit der IBAN zum Beispiel Sparkasse, ja? Und Ja. Sie werden Ihr Geld, die Münze umtauschen. Ihre Geld wo in Krypto-IBAN, ja, die derzeit Preispotenzial hat. Unsere Kontomanager bereiten für Sie bestimmte Kryptowährungen und Sie sind Experten und garantieren monatliche Gewinne bis 40 von 60%. Aber wenn Sie möchten das nicht oder vertrauen nicht, können Sie einfach Ihre Geld umtauschen in Euro von Geld. Hallo. Hallo, guten Tag, Thomas. Wer ist da bitte? Hier ist Emil Werner, leitender Berater. Ich möchte Ihnen die richtigen Informationen über Kryptowährungen geben. Wissen Sie Leitender etwas Berater über von Kryptos? was? EE Partners Group. Aha. Und ich Und wen möchte wollen Sie Ihnen sprechen?
Thomas? Ja, Thomas gibt es hier mehrere. Wen wollen Sie denn sprechen? Den Nachnamen bitte. Ja, genau. Ja. Hallo. Ja, bitte. Hallo. Hallo, guten Tag, spreche ich mit Herrn Ludger. Wer möchte das denn wissen? Hier spricht Emil Werner, leitender Berater. Ich möchte Ihnen die richtige Information über Kryptowährungen geben. Leitender Berater? Von was denn? Von einem Unternehmen, der sich mit Kryptowährungen und Investitionen beschäftigt. AA Partners Group. Okay. Und ich möchte zuerst wissen, wissen Sie etwas über Kryptos? Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Nee, mit Kryptos nicht, nein. Sehr gut, ich kann Ihnen alles zeigen, wie es funktioniert und wie viel können Sie verdienen mit Ihrer Investition. Unsere Firma hilft Ihnen und gibt Ihnen alle Ratschläge. Mhm. Unser Experten-Team analysiert jeden Tag und jede Stunde den Markt und nennt uns die Namen der Münzen, die das Potenzial haben. Ja. Sind Sie gerade am Computer oder haben Sie jetzt eben Ihre Handy Wi-Fi? WLAN? Was haben wir? Wi-Fi. Oder gerade am Computer sind Sie? Ich habe einen Computer hier, ja. Den kann ich anmachen. Sehr gut. Aber wozu brauche ich jetzt den Computer? Ich möchte Ihnen alles zeigen, wie können Sie Ihre Konto erstellen, das ist kostenlos. Und ja. Dann ich zeige, wie können Sie dort investieren. Und wie wollen Sie mir das zeigen? Es gibt eine Applikation, die AnyDesk heißt. Haben Sie etwas darüber gehört? Oder TeamViewer? Nee, habe ich nicht gehört. Mit diesem Programm habe ich die Möglichkeit, Ihre Bildschirm sehen und Ihnen technisch helfen. Mhm, okay. Können Sie bitte dieses Programm installieren? Ich kann das runterladen erstmal. Ich habe es ja noch nicht. Und wie heißt das Programm jetzt? AnyDesk. Ich kann buchstabieren, wenn Sie gerade im Google jetzt. Ja, der Rechner ist ja noch nicht hochgefahren. Ich habe den ja gerade erst gestartet. Okay, ich warte. Ja, nein, nicht hier. So. Okay, kann losgehen. Okay. Ich buchstabiere A wie Anton. Ja. N wie Nordpol. Ja. Y. Ja. D wie Dora. Ja. E wie Emil. Ja. S wie Siegfried. Ja. Und K wie Kaufmann. K wie Kaufmann, das heißt K wie Kaufmann. K wie Kaufmann. Ja, K gibt sich im deutschen Alphabet. Komm. Mhm, okay. Und Tom auch. Ja, gut. So, was sehen Sie gerade jetzt? Ja, ich sehe, das ist eine Desktop-Remote-Software. Ja, richtig. Mhm. Und das muss ich jetzt runterladen. Ja. Okay, dann lade ich das mal runter. Wenn Sie das Programm herunterladen, können Sie bitte mir sagen? Ja, kann ich sagen. So, jetzt ist es runtergeladen. Okay, öffnen Sie bitte dieses Programm. Aber ich muss es doch erstmal installieren. Ich habe gesagt, dass es wird installiert. Nö, ich habe gesagt, runtergeladen habe ich es. Okay, ich warte. Dann soll ich es jetzt installieren, okay. Nö, geht, das funktioniert nicht. Das geht nicht.
Warum funktioniert das nicht? Ich kriege eine Fehlermeldung, dass das auf dem Rechner hier gesperrt ist. Diese Anwendung ist nicht installierbar. Warum? Ja, ich denke mal, das liegt daran. Nein, ich sag's Ihnen. Ich denke daran, das liegt daran, dass es ein Firmenrechner ist. Ich bin im Homeoffice und arbeite mit einem Firmenrechner. Mit einem Firmenrechner? Ja, mit einem Rechner, der der Firma gehört, für die ich arbeite. Haben Sie nicht verstanden? Ich habe gar nicht verstanden. Das ist ein Rechner einer Firma, für die ich arbeite. Sie verstehen Arbeiten, und? Firma, wofür, verstehen Sie auch? Wofür sagen Sie mir das? Ja, Sie wollten wissen, warum es geht, nicht zu installieren ist. Das sagte ich Ihnen doch. Das liegt daran, dass das ein Firmenrechner ist. Das ist nicht kein privater Rechner. Da hat die Firma hat dann unterbunden, dass dieses Programm installiert werden kann. Ja, bitte? Hallo. Hallo, guten Tag, Thomas. Ich bin Emil Werner, leitender Berater. Ich melde mich wegen Ihrer Anmeldung. Haben Sie Erfahrung in Kryptowährungen und Investitionen? Wer sind Sie? Ein leitender Berater von welcher Firma denn? Partners Group. Was? Partners Group ist Ihre Firma? Ja. Okay. Haben Sie verstanden, was ich habe gesagt? Ja, Partners Group. Nein, nicht das. Nicht das? Was denn? Thema des Gesprächs. Nee, das haben Sie, ja, dann sagen Sie doch mal. Um was geht es? Okay, eigentlich geht es um Bitcoins und Kryptowährungen. Ich möchte Ihnen die richtige Information geben und alles zeigen, wie es funktioniert und wie können Sie verdienen. Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Mit Kryptos? Nein. Ja, noch nicht. Sehr gut. Warum ist das gut? Weil meine Aufgabe ist, Ihnen alles zu erklären. Ach so, und wenn ich Erfahrung hätte, wäre das nicht sehr gut? Nein, das wäre... Ja, das haben Sie doch gesagt. Ich habe keine Erfahrung und das ist gut für Sie. Ja, weil meine Aufgabe ist, Ihnen erzählen. Ja, dann erzählen Sie mal. Okay. Wissen Sie, wie viel zum Beispiel hat Bitcoin gekostet und wie viel kostet er jetzt? Nee. Okay, er war 1 Dollar gekostet und jetzt kostet fast 20.000 Dollar. Ja, aber es war mal bei 60.000 Dollar. Und was hilft mir das? Was soll mir das sagen? Zuerst müssen Sie Ihr privates Konto auf der öffentlichen Plattform erstellen. Ach, ich muss mein privates Konto öffentlich machen? Warum soll ich mal der Öffentlichkeit mein privates Konto geben? Nein, Ihr privates Konto auf der öffentlichen Plattform. Öffentliche, offizielle Plattform. Wissen Sie etwas über Dextrade? Ach, Dextrade. Ist das Ihre Firma? Ja, das ist öffentliche, nicht private, offizielle Plattform, wo kann man investieren und Geld verdienen. Sie sind also ein Dextrade ist also Ihre Firma, oder verstehe ich das falsch? Nein, das ist offizielle öffentliche Plattform, wo wir arbeiten mit unserem Kunden. Ja gut, und welches ist? Wir geben Ratschläge Ihnen, was machen, um maximales Profit zu bekommen. Bei uns gibt es viel Mitarbeiter und unser Expertenteam analysiert jeden Tag und jede Stunde den Markt und nennt uns die Namen der Münzen, die das Potenzial haben. Ja, und weiter? Und sowieso also auch, dass es auf dem Kryptomarkt nicht nur Bitcoin gibt, sondern auch mehr als 5000 Kryptowährungen. Ja. Das ist etwa 5000 Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Und was machen wir? Wir sind ein Beratungsunternehmen,
beraten unseren Kunden, in welche Kryptowährung sie investieren sollen, die derzeit Preispotenzial hat. Okay, und welches Beratungsunternehmen sind Sie denn jetzt? Ich habe gesagt Partner Group. Partner Group. Okay, ja. Dann haben Sie sicherlich auch eine Webseite, richtig? Ja. Okay, dann sagen Sie mir mal, wie ist Ihre Webseite? Doppel A. A, also nicht A, A. Partner. Partner. Group. Partner Group. Alles in eins durchgeschrieben. .com. Was? Alles in eins durchgeschrieben. Ja. Und dann .com? .com, ja. Was wissen Sie? Wie, was weiß ich? Sie haben mir gerade Ihre Webseite genannt. Entschuldigung, was sehen Sie gerade jetzt? Ja, ich sehe gerade Ihre Adresse, die Sie mir diktiert haben. Haben Sie das im Google geöffnet oder was? Ne, ich bin dabei. Ich bin gerade dabei. So, dann erzählen Sie doch mal ein bisschen was über Ihre Firma. Wenn Sie gerade auf unserer Webseite sind, Sie können das alles sehen. Nee, ich bin ja, wie gesagt, ich möchte jetzt erstmal was über Ihre Firma wissen. Okay, wir haben mehr als 20 Städten, wo wir arbeiten, mehr als 10.000 Kunden, mit denen wir arbeiten, und mehr als 500 Projekte. Auch gibt es bei uns mehr als 1.000 meine Kollegen, die arbeiten jetzt. Was möchten Sie noch wissen? Ja, Sie wissen ja, also noch haben Sie mir gar nicht viel gesagt. Wo sitzt denn Ihre Firma? In der Schweiz. Also Sie sitzen in der Schweiz? Ja. Und von wo aus rufen Sie dann jetzt an? Von Österreich ist Nummer. Sie rufen jetzt auch von Österreich an, obwohl Sie in der Schweiz sitzen? Nein, das ist österreichische Nummer. Wissen Sie, wie funktioniert das Telefon? Natürlich, ich telefoniere ja gerade. Ja, und ich kann in der Schweiz sein und mit österreichischer Nummer Ihnen anrufen. Ja, ist aber komisch. Sie rufen nicht aus Österreich an, Sie rufen aus Schweden an. 4-6 ist Schweden. Warum? Sagen Sie mir jetzt, was habe ich auch. Hallo. Okay. Ja. Ja, und erklären Sie mir, warum Sie aus Schweden anrufen, vorgeben, aus Österreich anzurufen und eine Schweizer Firma zu sein. Weil das ist Arbeitsnummer. Ach, eine Arbeitsnummer aus Schweden haben Sie und rufen, sagen dann, Sie würden aus Österreich anrufen, obwohl Sie eine Schweizer Firma sind. Hallo. Hallo, guten Tag. Spreche ich jetzt mit Joachim Nasewas? Ja, ist richtig. Wer ist da? Guten Tag, am Apparat Andrea Schmidt, leitende Beraterin von AA Partners Group. Wissen Sie etwas über Kryptowährungen? Ja, so ein bisschen weiß ich schon. Sehr schön. Haben Sie schon Erfahrung mit Investitionen? Mit Investitionen habe ich schon Erfahrung, ja. Und ist diese Erfahrung positiv oder negativ? Positiv. Ist zwar schon eine Weile her, das mit den Aktien, aber ist positiv. Es freut mich. Herr Nasewa, darf ich jetzt Ihnen über unser Projekt erklären? Ja, können Sie gerne machen. Hallo? Hallo? Hallo, guten Tag. Spreche ich mit Herrn Nasewa? Ja, wer ist da? Sehr gut. Herr Nasewa, ich bin Otto Friemann, leitender Berater von Beratungsunternehmen. Und ich habe für Sie richtige Informationen über Kryptowährungen. Okay. Es geht um die Kryptos, ja? Okay. Haben Sie schon darüber etwas gehört? Ja, habe ich. Gelesen? Sehr gut. Und wahrscheinlich haben Sie auch Erfahrung, ja, in diesem Bereich? Nee, noch nicht so richtig. Noch nicht.
Okay. Gerade haben Sie eine gute Möglichkeit, monatlich von 50% bis 60% garantierendes Gewinne zu bekommen. Und ich werde dabei helfen. Wir haben Top-Experten und unsere Experten analysieren diesen Kryptomarkt jede Sekunde. Das funktioniert so, ja? Gibt es Kryptomünzen, frische und billige. Etwa kostet 1 oder 2 Dollar und hat sein Preispotenzial. Das bedeutet, schon nach ein paar Tagen es wird schon 10 oder 15 Dollar, ja? Sozusagen. Am besten Beispiel ist Bitcoin. Am Anfang nur 1 Dollar gekostet hat und gerade kostet als 20.000 Dollar, mehr als 20.000 Dollar. Und wann die Preise steigen, verkaufen sie 3- oder 4-mal teuer und profitieren sie. Unsere Experten geben ihnen besten Bescheid, besten Typen. Ja. Und wir arbeiten auf öffentlichen und offiziellen Plattformen, heißt DexTrade wahrscheinlich. Haben Sie gehört darüber oder noch nicht? Über DexTrade habe ich noch nichts gehört, nein. Das ist eine weltbekannte Börse. Wenn Sie möchten investieren, müssen wir dort Ihr persönliches Konto aktivieren. Aktivieren Sie Ihr Konto selbst. Selbst müssen Sie Passwort dort eingeben, Ihr eigenes Passwort und Ihr persönliche Daten. Und anlegen Sie Ihre gewünschte Summe als Investition auf Ihr Konto, wo Sie selbst aktiviert haben. Ja? Ja. Dann, nach der Investierung, bekommen Sie Ihr Kontomanager, damit können Sie weiterarbeiten. Dann, wenn Sie gerade haben Internet, ich werde bezeigen. Diese Was? Plattform, DexTrade. DexTrade. Haben Sie gerade Internet? Ich habe Internet, ja. Ich buchstabiere, öffnen Sie einfach Google oder Chrome. Ich werde buchstabieren. Ja, dann. Dann buchstabieren Sie mal los. Okay. David Dora, schreiben Sie. Ja. E wie Emil. Mhm. X. Ja. Minuszeichen. Ja. T wie Theodor. Ja. R wie Richard. Ja. A wie Anton. Ja. D wie Dora. Ja. E wie Emil. Ja. .com. Okay. Gut. DexTrade.com. Also, und DexTrade ist Ihre Firma? Nein. Das ist eine weltbekannte Börse. Unsere ja, und welches ist dann Ihre Firma? EAA. Unsere Firma heißt, ja, AWI Anton Partners Group. Mhm. So heißt unsere Firma. Wir sind in der Schweiz. Ah ja, Augenblick. DexTrade ist eine weltbekannte Börse. Ja, gut. Ja, muss ich mal eben schnell eingeben. So. Nochmal. Und ich sage, das muss ich jetzt mal eingeben. Ja, gut. Möchten Sie fortfahren, ja? Ja, erstmal eine Frage. Sie sagen, ja, Sie sind eine Firma aus der Schweiz. Wo sitzen Sie denn in der Schweiz? Hallo? Sie können alles. Also, erstmal bitte stelle ich eins klar. Sollten Sie sich noch einmal Ihr Mikrofon stumm schalten, werde ich sofort auflegen. Ist das klar? Es ist sehr unfreundlich. Darf ich ausreden? Es ist sehr unfreundlich, mit dem Gespräch Ihr Mikrofon stumm zu schalten. Sollten Sie das nochmal tun, lege ich sofort auf. Okay, alles gut. Verständlich, Herr Nazarbat. So, okay. Also, wo sitzen Sie denn? Lassen Sie mich denn mal ausreden, Sie fallen mir permanent ins Wort.
Das ist die zweite Sache. Sollten Sie mir noch mehrmals ins Wort fallen, lege ich auch auf. Das ist dermaßen unfreundlich. Sie sagen, Sie sitzen in der Schweiz, richtig? Ja, richtig. Okay. Geneva, wissen Sie, Geneva. Ja, Genf heißt es auf Deutsch. Warum rufen Sie dann mit einer Nummer aus Schweden an? Das ist eine Applikation. Wir arbeiten nicht nur in Deutschland, wir arbeiten in ganzen Welt. Deshalb brauchen wir eine Applikation, damit können wir kostenlos telefonieren. Ja, das, nein. Das ist Firmennummer sozusagen. Nein, das ist keine Firmennummer, das ist verboten in Deutschland. Das ist Firmennummer. Ja, aber es ist trotz allem ist es verboten. Sie können nur aus einem Land anrufen, wo Sie auch sind. Sie sind nicht in Schweden und deshalb müssen Sie aus Schweden anrufen. Sie sitzen in der Schweiz, da müssen Sie mit einer Schweizer Nummer anrufen. Sie haben mich gerade schon wieder unterbrochen und mich nicht ausreden lassen. Letzte Verwarnung. Nein. Letzte Verwarnung. Also, es ist verboten, in Deutschland anzurufen mit einer Nummer, in deren Land man nicht sitzt. Sie müssen mit einer Schweizer Nummer anrufen. Herr Nasebart, Sie verstehen nicht. Doch, ich verstehe. Ich verstehe das deutsche Gesetz. Das deutsche Gesetz schreibt das vor. Ja, das ist völlig egal. Das ist völlig egal. Das ist völlig egal. Wo haben. Doch, das ist. Sie kennen das deutsche Gesetz nicht. Ich sage Ihnen, dass es illegal ist, was Sie machen. Das sage ich Ihnen. Sie kennen das deutsche Gesetz nicht. Diese Nummer ist für Sie ein Problem. Wie denken Sie? Natürlich, weil es illegal ist. Natürlich. Dann mal eine andere Frage. Hören Sie mir einfach mal zu. Hören Sie einfach zu. Wenn Sie mich nochmal unterbrechen, lege ich auf. Hören Sie jetzt genau zu. Bitte legen. Hallo? 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 Schönen Tag. Spreche ich mit Herrn Adamczyk? Ja. Lara Kembalama Parat von Beratungsunternehmen. Über Investitionsmöglichkeiten möchte ich Sie informieren. Von welchem Beratungsunternehmen? AA Partners Group. Es ist sehr laut bei Ihnen. Können Sie mal bitte vor Ruhe sorgen? Es ist sehr laut bei Ihnen. Leider, ich bin im Büro. Hier aus dem Ich sprechen noch 40 Leute. Ja, dann kann man das trotzdem. So laut hat das keinen Sinn. Ich verstehe Sie doch kaum. Wissen Sie über Kryptowährungen, ja, Herr Herrmann? Ja, ich weiß was über Kryptowährungen. Und. Stefan, wir haben. Ja? Ja? Ja, dann erzählen Sie. Wir haben ein Projekt, in dem Sie auch teilnehmen können. So, in diesem Projekt werden Sie von unserer Seite informiert sein, welche Kryptomünzen werden potenziell in den nächsten Wochen, in den nächsten Zeiten haben. Sie investieren Ihr eigenes Geld auf Ihr eigenes Konto, Kryptokonto meine ich, und werden Sie von unserer Seite nur Informationen bekommen. Okay. Und haben Sie Fragen wahrscheinlich? Ja, sehr laut bei Ihnen. Sind Sie noch da? Ich höre Sie sehr schlecht. Ja, nee, also mit so einem Radau im Hintergrund hat das keinen Sinn. Das hat so gar keinen Sinn. Und vor allem nochmal eins, es ist sehr unhöflich, wenn Sie Ihr Mikrofon stummen. Sollten Sie das nochmal machen, werde ich direkt auflegen. Okay. Aber ich höre Sie auch sehr schlecht mit verschiedenen Pausen. Ja, das liegt an dem Krach bei Ihnen im Hintergrund. Okay. Ja. So, also, ja? Aus welchem Land rufen Sie denn an? Wo ist Ihre Firma? Wie bitte?
Ja, und schon hat sie sie wieder stumm gestellt. Ich höre Tschüss. Sie mit verschiedenen Pausen, kann nicht Ja, verstehen. da kann ich nichts für, Sind wenn Sie Ihre da? Telefonleitung so schlecht ist. Hallo. Ja, hallo? Hallo. Ja, jetzt höre ich sehr besser. Ja, wie gesagt, wenn Sie sich noch einmal stumm, Ihr Mikrofon stumm, dann lege ich Stumpf sofort habe ich. aus. Ja, das habe ich verstanden und das mache ich nicht. Gut, also, aus welchem Land rufen Sie an? Wo sitzt Ihre Firma? Aus der Schweiz, wir sind in Genf. Aus der Schweiz. Okay. Und Sie sitzen in Genf. Wo sitzen Sie da? Straße Quelle Bitte was? Straße, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie schon, nur ich verstehe Sie kaum, weil Sie so schlecht Deutsch sprechen. Übrigens, da noch mal was. Ah, sie ist so fürchterlich laut. Sie rufen aus der Schweiz an, mit einer Telefonnummer aus Schweden. Das ist gar nicht sehr. Schweden, Ja, bekommen Sie Schweden. Anruf? Nummer ist von Schweden, wahrscheinlich Ihre Handynummer. Handy heißt das, wenn Nein, Sie nein, Sie aus rufen gar dem nicht auf dem anderen Handy Land an. Anruf bekommen. Sie rufen gar nicht auf dem Handy an. Weiß ich nicht, ja, wie Ihre Ja, das Handy, ist Ihre da. Telefon das bezeigt, Na, aber nicht Sie meine bekommen Handy. Anruf Ich aus der habe kein Schweiz. Handy. Sage ich Ihnen doch gerade. Verstehen Sie eigentlich kein Deutsch? Sie haben eine Ich Rufnummer verstehe, aus. aber Ihre Und wenn Sie Stimme mich noch bekomme ich einmal mit unterbrechen, lege verschiedenen ich sofort Pausen. aus. Ist das klar? Warum schreien Sie? Warum schreien Sie? Können Sie normal sprechen? So aufgelegt.